Willkommen zu einem neuen Video nach langer Zeit mal wieder. Ich habe mich dazu entschieden, dieses Spiel zu spielen, weil ihr sie ja schon im Titel seht. Gleich kommt's. Da müssen ein paar Spoiler im Intro sein, deswegen des Gewichtes. Fire Emblem Path of Radiance. Wie ihr auf dem Spielstand gleich seht, habe ich dieses Spiel schon mal gespielt, aber. Ja. Da Kapitel 10 war ich schon. Aber ich hatte es glaube ich auf normal, aber ich würde sagen, oder? Ach, keine Ahnung, ich habe keinen Bock, dass Einheiten sterben. Versuchen wir es auch vielleicht werde ich es irgendwann mal auf normal Let's Playen, aber fürs erste leicht. Ich weiß nicht, wie ich es mit den weiblichen Stimmen mache. Ich denke, ich werde es nicht vorher. Ich werde es nicht nachsprechen, weil es scheiße klingt, aber. Ich sag mal nichts weiter wegen der Cutscene. Well, Ike, you had enough. Ike. Oh, missed. That song. Ah, you're up. About time. By the way, man sollte beim Video sehen können, dass keine Ahnung, wie viel Uhr es gerade ist. Sonst wäre ich immer gestört, deswegen nehme ich jetzt um 1 Uhr auf. Perfekt. Geht es dir gut? Ja, alles in Ordnung. Da ist endlich jemand aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Vater, ich kann es einfach nicht glauben. Nur weil du mit dem Schwert umzugehen weißt, musst du nicht so grobzweig sein. Wenn das ja schon zu viel für den Jungen ist, wird er nie ein guter Söldner werden. Aber, ah ja, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Mir geht es gut. Perfekt, die Musik übertönt gleich meine Stimme. Ha, das sollte es auch. Nimm dein Schwert und mach dich bereit. Wie bitte? Jetzt sag nicht, du willst tatsächlich weitermachen, aber. Solange ich keinen Treffer lande. Alter, ich glaube, das Game ist tatsächlich zu laut. Warte. So, 19 ist gut. Okay, weiter geht's. Solange ich keinen Treffer landen konnte, mache ich weiter. Ich gebe nicht eher auf, bis ich Vater einen Schlag versetzt habe. Ich schätze deine Entschlossenheit, aber Eika, was gehört mehr dazu, Aha, ich wusste, ich würde dich hier finden. Hallo Boyd, was machst du denn hier? Ach, nichts weiter. Du hast doch gesagt, du wolltest den Chef holen, aber du bist nicht zurückgekommen. Ihr habt den Auftrag, dich zu suchen. Oh, tut mir leid, ich habe die Zeit vergessen und mit Ike und Vater geredet. Schon gut, ich habe mich köstlich amüsiert, als Ike von unserem Chef in den Boden gestampft wurde. Du siehst gut aus. Was ist passiert? Nichts, ich muss dich leider enttäuschen. Perfekt.
Du hast was verpasst. Vor einer Minute lag er noch bewusstlos am Boden. Alga? Ups, entschuldige. Du kommst gerade richtig, Boyd. Du wirst Ikes Trainingspartner. Wie bitte? Ich? Ich denke, es ist besser, wenn er mit jemandem trainiert, der eher seinen Fähigkeiten entspricht. Einverstanden. Danke, Boyd. Ich weiß zwar nicht, was er damit meint, aber ich bin bereit. Okay. Let's go, verprügeln wir den grünhaarigen Typen. Also gut, ich bin bereit, komm schon. Let's go. Während des Spiels erscheinen Fenster wie dieses und zeigen die Tutorials an. Das will ich mir eigentlich nicht geben. Nein. Nein. Mein letztes Tutorial hatte was mit einer Verwandlung zu tun, aber ich hoffe mal, dass danach die Tutorials nicht mehr so wichtig sein werden, falls da noch welche kommen. Ey, was soll das denn jetzt? Lass uns ja nicht anfangen. Ich komme, bleib da stehen. Perfekt, wieso tut Ike seinem Gegner was sagen, dass er da stehen bleiben soll und wieso macht der Gegner es auch noch? Egal, wir haben nur 100% Trefferchance, ich würde sagen, das sieht gut aus. Du schaffst das, Boyd hat nichts dabei, auch kein Heilmittel, besiege ihn. Nichts dabei? Ich hab nichts dabei, ich meine, ich find's witzig, wie er, ja, der einfach, Boyd in der Stelle beleidigt. Ja, by the way, viel Zeit mit der Fire Emblem Reihe in letzter Zeit verbracht. Ich habe mir in Fates ein bisschen Max-Stats geholt, ich habe viel Freehouses gezockt, vor allem Freehouses ist inzwischen mein Lieblingsteil. Aber ja. Aha, noch bin ich nicht mit dir fertig, wir fangen gerade erst an. Ich mag es irgendwie nicht, dass man die Maus an der Seite sieht, weg damit. So, in anderen Spielen kann man einfach auf den Gegner drauf und dann greift es den automatisch an, aber... Naja, muss ich mit klarkommen. Geil, Alter. Das war gar nicht so schlecht. Boyd, du bist echt schwach auf der Brust. Ach, halt doch die Klappe. Alter, er hat, glaube ich, keine gute Beziehung zu Boyd. Danke, Boyd, das reicht für heute. Oh, in Ordnung. Tipps zu Level-Ups. Ich weiß, wie es funktioniert. Wenn man 100 Erfahrungspunkte hat, dann, dann werden die Werte erhöht. Es gibt bestimmte Wachstumswerte, zum Beispiel, keine Ahnung, 30% bei Kraft. Das würde ich sagen, man hat eine 30% Chance, bei Kraft ein, was Plus zu bekommen. Oh fuck, ich habe gerade den Text geskippt. Vergiss dieses Gefühl, nicht so einfach wird es nicht immer sein. Ja, wahrscheinlich sagt er nicht schlecht, Ike. Wird so sein. Das weiß ich. Als nächstes trittst du wieder gegen mich an. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Aber zuerst, Alja. Ja, verstanden. Perfekt, die kann irgendwie 10 Züge oder so gehen, während Ike gerade mal, keine Ahnung, 6 kann. Aber gut. Was solltest du verwenden, bevor du gegen Vater antrittst? Letztes Mal hast du schon blöd aus... Schön blöd, Alter, nicht schon. Er wird schon blöd wahrscheinlich, ja, aber das ist was anderes. Sobald du im Kampf Zeit dazu hast, heil deine Wunden, auch die kleinsten. Sonst ist es womöglich irgendwann zu spät dafür. Pass gut auf dich auf. Recht tun. Ich kann ihn sowieso nicht instant angreifen, also würde ich sagen, nutzen wir das Heilmittel. Ich frage mich, ob der in seiner Runde mich angreifen würde. Ike, mach dich bereit, ich greife jetzt an. Oh fuck. Aber beides nur mit Holzschwertern, das wird schon gehen. Gib alles. Echt tun. Aber ich habe das Gefühl, da gibt es sich auch gar nicht richtig Mühe. Oh, fast ein Level up, geil. Komm schon, Junge, warum machst du es mir jedes Mal so leicht? Das sehen wir. Das sehen wir gleich. Okay, würde 6 Schaden machen, er hat keine Fähigkeit, wo
ihm in seiner Runde plus Angriffskraft geben würde. Das heißt, wir vernichten ihn jetzt einfach. Wir vernichten unseren Vater, Leute. Er hat was dazugelernt. Und sogar ein Level up, geil. Ja, ist in Ordnung. Glück ist zwar nicht so der Wert, den ich jetzt unterstützen würde, aber Geschwindigkeit ist ein sehr wichtiger Wert. Wenn man 3 über dem Gegner hat, dann müsste man ihn zweimal angreifen können. Das heißt, ich habe jetzt, glaube ich, eine Geschwindigkeit von 8. Wenn der Gegner eine Geschwindigkeit von 5 hat, dann kann ich ihn zweimal angreifen, aber... Oh, noch ein Level up. Nochmal Geschwindigkeit, gönn. Oh yes. Geil, und sogar Stärke und Verteidigung. Ike, du warst einfach großartig. Vater, du hast dich zurückgehalten, nicht wahr? Bitte, stimmt das? Wenn du den Unterschied erkannt hast, bedeutet das, dass du dich verbessert hast. Geil. Weißt du, ich habe auch nicht alles gegeben. Was für eine Lüge. Die nutzt aber auch jede Chance, den zu fronten, oder? Kann es sein? Das heißt also, Vater, du gibst zu, dass ich so weit bin? Oh fuck, falsche Stimme. Das heißt also, Vater, du gibst zu, dass ich so weit bin. Wofür? Als Söldner zu dienen, einen Auftrag anzunehmen? Ja, genau. Sieh mal, Beuth begleitet euch schon lange auf Missionen. Ich bin bereit, ich bin es leid, immer noch in der Ausbildung zu sein. Hör zu, im Unterschied zu dir bin ich ein professioneller Söldner. Nein, bist du nicht. Ein professioneller Söldner, der sich hat besiegen lassen. Das war reiner Zufall. Reiner Zufall. Du hast recht, Ike. Einverstanden. Morgen erwartet dich dein erster Tag als vollwertiger Söldner. Wirklich? Aber sollte ich feststellen, dass du dem nicht gewachsen bist, setzen wir deine Ausbildung fort. Also streng dich an. Kein Problem. Pass nur auf, ich werde in kürzester Zeit so gut wie jeder andere sein. Das werden wir dann ja sehen. Nun lass uns zurück zur Festung gehen. Sie warten dort schon auf uns. By the way, ihr werdet vielleicht den neueren Fire Emblems, die den klassischen Modus kennen. Klassisch ist ja sowas wie, keine Ahnung, kann das als altmodisch betiteln, etwas, wo früher so war und sich dann geändert hat. Jedenfalls, klassisch Modus ist, wenn eine Einheit stirbt, wird man sie nie wieder verwenden können. In neueren Spielen kann man es auswählen. Alter, halt die Fresse. Falls jemand weiß, was es mit der Fehlermeldung auf sich hat, ich habe keinen Bock mehr, es durchzulesen. Vielleicht kann mir da einmal jemand weiterhelfen, es ist die Maus schon wieder im Bild. Verpiss dich. Jetzt ist sie schon... Ding, beim Pro-Controller bewegt die ganze Zeit wieder aufs Bild zurück. Das regt mich auf. Guten Morgen, Ike. Heute ist dein erster Tag als professioneller Söldner. Ja, und ich habe mich auf alles vorbereitet. Du hast dich vor allem verspätet. Die anderen haben schon bei Tagesanbruch ihre Quartiere verlassen. Tut mir leid, von nun an werde ich eher aufstehen. Und nun, was ist meine erste Aufgabe? Ich werde mit Titania sprechen. Warte bitte so lange draußen. Ja, Sir. Nun gut, Commander Grail. Sollen wir fortfahren? Ey, sprichst Grail aus, ist mir egal. Die Deutschen können Grail sagen, ich sag Grail. Mir gefällt so ein Name besser. Nein, ich sag nicht Titania, ich sag da Titania. Das klingt für mich eher deutsch. Ihr sagt, es gäbe Banditen, um die wir uns kümmern sollten. Korrekt, ein Ort hier in der Nähe hat um unsere Hilfe gebeten. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen nach 1 Uhr. Den Berichten zufolge stellen die Banditen keine allzu große Herausforderung dar. Ich werde dorthin reiten und mir die Sache ansehen. Ich würde gerne Oscar und Beuth mitnehmen. Nur die beiden Brüder, hm? Nehmt auch Ike mit. Die beiden anderen Aufträge können Shine und Gatri und ich leicht allein bewältigen. Gatri finde ich gar nicht sympathisch. Shine ist geil, aber
Der andere, nein. Titania, ich überlasse Ike eure Obhut. Ich möchte, dass ihr ihn einarbeitet. Verstanden, Commander. Komm, Ike, bereiten wir dich vor. Sehr gut, mein erster Einsatz. Durchbruch für Ike. Captain Titania, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich wäre zum Aufbruch bereit. Das in unglaublicher Zeit. Es tut gut zu wissen, dass wir uns auf dich verlassen können, Oscar. Was ist mit mir? Ich bin auch zu allem bereit. Wirklich, Boyd? Na, das ist meine Überraschung. Ha, nein, heute ist das keine Überraschung. Von heute an bin ich ein Muster an Perfektion. Ich muss eigentlich doch ein gutes Vorbild sein. Ich werde dich beim Wort nehmen. Das wird dein erster Einsatz. Ich weiß, dass du darauf schon lange gewartet hast. Bist du nervös, Ike? Ich glaube, gestern Abend war ich schon nervös. Ich konnte kaum schlafen. Aber heute Morgen bin ich die Ruhe selbst, wie die Ruhe vor dem Sturm. Ich mag schon gar nicht, wie laut das Game ist. Das bringt mir das Gefühl, dass er mich nicht richtig versteht. Du brauchst doch nicht nervös zu sein. Wir alle sind an deiner Seite. Ja, da hast du recht. Also gut, seid ihr soweit? Auf geht's. Ja, ich mag das gar nicht, wenn die Musik zu laut ist. Ich habe ein paar Testaufnahmen davor gemacht, aber wenn die Musik sich immer so schwankt, dass sie immer wieder lauter wird und dann wieder leiser, ich weiß ja nicht. Ja, ich weiß ja nicht. Gut, ich werde euch jetzt erklären, was uns erwartet. Dies ist die Karte von Caldea. Man hat uns beauftragt, die Banditen aus der Gegend zu verjagen. Die blauen Markierungen, das sind wir. Die roten Punkte sind unsere Gegner. Es sind nicht viele Gegner, aber wir dürfen trotzdem nicht leichtsinnig sein. Der Gegner vor dem Gebäude im Norden ist ihr Anführer. Besiegen wir ihn und erobern das Gebäude zurück. Ike, hör zu. Ich kenne mich gut aus und kann einem Grünschnabel wie dir gute Tipps. Ach, der nervt mich. Zuallererst ist es wichtig, dass du dich nicht verausgabst, sonst kannst du ernsthaft verletzt werden. Mute dir nicht zu viel zu, Ike. Wenn es gefährlich wird für dich, kannst und solltest du dich auf uns verlassen. Solange du den Gegner im Auge behältst, hast du alle Vorteile in deiner Hand. Stell dir das hier als Training vor. Das werde ich tun. Oscar Boyd, vielen Dank für eure Hilfe. Gern geschehen. Lehn dich einfach zurück und schau dir an, wie Profis das machen. Ihr drei, genug geplaudert, auf uns wartet eine Aufgabe. Ike, bevor du einen Gegner angreifst, wirf einen Blick auf seine Waffen. Der Einsatz der Waffen entscheidet, ob du im Kampf einen Vorteil hast. Die Axt, die ich beispielsweise führe, ist Lanzen überlegen, Schwertern aber unterlegen. Meine Lanze, sie ist den Schwertern überlegen, aber nicht Äxten. Und um das Dreieck zu vervollständigen? Ah, mein Schwert, es ist stark gegen Äxte, aber schwach gegenüber Lanzen, richtig? Ja, ganz genau, wenn du das nicht vergisst, hast du im Kampf Vorteile. Das ist Basiswissen. Das wird ja schon bald nützlich sein, also vergiss es nicht. Schwerter stärker als Äxte, das vergesse ich nicht. Schließlich heißt das, dass ich dir gegenüber im Vorteil bin, nicht wahr, Boyd? Oh, kannst du das nicht anders merken? Das würde ich echt begrüßen. Perfekt. Und noch etwas, vergiss nicht, den Einwohnern einen Besuch abzustatten. Wir sind schließlich hier, um ihnen zu helfen. Sie sollten froh sein, dass wir hier sind. Okay. Da sind einige schon ganz gut gelevelt hier. Die will ich tatsächlich nicht nutzen. Die werde ich nutzen, um die ganzen Häuser hier zu besuchen. Ja, Titania ist zwar ziemlich stark, aber die hat schon eine fortgeschrittenere Klasse und dadurch, nun ja, das ist unwichtig, was der sagt. Ich lasse euch die Zeit, es zu lesen, aber ich habe jetzt keinen Bock, da nochmal eine Stimme zu finden. Aber der gibt mir eine Waffe, geil. Hat Titania zweiter Schritt? Yes, ja, zweiter Schritt, geil. Die Fähigkeit kenne ich aus Freehouses. Das haben manche berittene Einheiten, vielleicht sogar alle, keine Ahnung. Manche Flieger auch, aber naja. Aber der kann danach noch einen Schritt gehen, dann kann ich tatsächlich Oscar hierfür nutzen.
Es müsste passen. Dann müsste ich noch einen Schritt nach oben gehen können, dann hat Boyd den Platz, um ihn anzugreifen. Das wäre geil. Yes! Geil, Alter, ich habe was verstanden. Okay, 87% Chance, ich glaube an dich, Boyd. Komm schon. Geil. Das ist geil. Also, vielleicht kann Ike den ja one-shotten. Nee, leider nicht. Aber egal. Ja, weil sich jemand fragt, wie lange der Part noch gehen soll. Ich sehe, es sind jetzt schon 21 Minuten, aber ich denke, bis zum nächsten Speicherpunkt soll das noch gehen. Das Kapitel geht sich ja nicht so lang. Das meiste war jetzt einfach nur Gerede. Was geht denn da vor sich? Soll das ein Herr sein? Pah, eine Bande von Söldnern, die sich ihr nächstes Mal verdienen wollen. Die Bewohner haben sie wohl angeheuert. Hört zu, zeigt ihnen, wie unser Stall schmeckt. Wenn wir sie leben lassen, dann werden sie uns bis ans Ende unserer Tage verfolgen. Die dummen Dörfler. Sie glauben, eine Meute von Söldnern können uns etwas anhaben, da haben sie sich geirrt. Wir werden ihre Häuser zerstören, reißt alles nieder, es soll ihnen eine Lehre sein auf. Dagegen kann man nichts machen, dass er dieses Haus zerstört. Ich frage mich, ob man da überhaupt eine Belohnung für erhält, wenn man... wenn man das Haus rettet, aber jedenfalls können wir die Häuser nicht mehr besuchen und erhalten keine Items. Oh, Ike ist zweimal ausgewichen, habe ich gar nicht bemerkt. Gut so. Und er kann sich noch viel Erfahrung mitnehmen. Dann würde ich sagen, Boyd tut das Haus unten noch machen. Och nein, Titania holt sich die Erfahrung. Ihr werdet sehen, die bekommt kaum Erfahrung, deswegen würde ich die halt lieber für Boyd aus... Weil was? 20? Okay, ich hab's Gefühl, im leichten Modus erhält man mehr Erfahrung. So, dann kann ich, wieso kann ich das Haus nicht besuchen? Kann das nur Ike? Nee. Titania? Nee. Okay, das Haus kann man anscheinend nicht besuchen. Vielleicht das hier? Ah ja. Okay. Da die Banditen hier eingefallen sind, haben wir keine Nacht mehr geschlafen. Bitte rettet unser Dorf. Hier, das hat meine Mutter mir vererbt. Ich hoffe, es ist euch von Nutzen. Engelsrobe. Okay, das ist sehr gut. Damit kann man seine maximalen Leben erhöhen. Ich weiß nicht, wie viel es in dem Game ist, aber wenn zum Beispiel Freehouses, kann man das um 7 erhöhen. Übrigens können wir jetzt auch den Radius der Gegner hier markieren. In anderen Fire Emblems kann man den kompletten Radius direkt machen. Hier muss man jeden einzelnen Gegner antippen. So, ansonsten gibt es ja keine Häuser mehr, also würde ich sagen, Ike stellt sich mal hier hin, bekommt dazu noch den Bonus von Boyd. Und Titania, keine Ahnung, stelle ich in die Ecke, dich will ich nicht. Meine Arbeit ist getan, das Haus war einmal irgendwas, keine Ahnung. Nun widme ich mich größeren Zielen, ich werde ein paar Söldner ins Jenseits schicken. Ja, versuch's doch. Glaubst du auch selbst nicht? Oh. Okay, der hat mehr Geschwindigkeit als ich. Oder gleich viel oder knapp darunter, keine Ahnung. So, wenn ich es schaffe, den mit Boyd zu besiegen. Ja, Boyd macht leider einen Schaden zu wenig. Ja, ganz. Obwohl. Ja, Oscar hat den Waffendreiecksvorteil. Ach, auch nur 10. Und dann komme ich halt auch nicht mehr mit Boyd an den ran. Ja, da muss ich ihn mit Ike killen. Da muss Boyd den anderen Axtteil niedermachen. Obwohl. Ja, hab falsch gedacht. Ich habe nicht zweiter Schritt bedacht. Ach, 59% Chance, das kann mal was werden. Bitte. Bitte treffen. Ach, schade. Das Game ist halt auch so wie den Glücksbasiert. Klar kann man auch dafür sorgen, dass man weniger Glück braucht, indem man zum Beispiel Einheiten nebeneinander stellt, aber... Naja, was soll's. Man kann auch nicht alles haben.
Level up für Ike. Das ist aber was, das würde ich gern haben. Ui. Gute Werte. Und ein Eisenschwert, geil. So, Titania bleibt da jetzt unten stehen. Ja, Bolt wird angegriffen, der kann sich vielleicht ein Level-Up daraus mitnehmen. Oh, 8 Schaden. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Ja, der kommt auch näher. Ich denke, um den kann sich Ike so ein bisschen kümmern. Obwohl, der macht halt auch 7 Schaden, aber mit einer 41% Chance, denke ich, verschiebt es mal kurz und wäre dann mit Oscar... Ach, Oscar doppelt, aber... Obwohl der, Nachteil ist... Oh, warte. Ach so, Boyd macht genug Schaden. Ja, egal, dann nimmt er sich die Erfahrung mit. Da tut Oscar den oben angreifen. Und Ike will dann den Boss besiegen, würde ich sagen. Ja, nun ja, Titania bekommt viel weniger Erfahrung als die, also... Das ist ein gutes Level-Up. Das sind Dinge, die ich bei Boyd haben will. Die ich bei jedem Charakter haben will, bis auf bei Magiern. Ach. Ich weiß, wenn ich den Angriff starten würde und nicht einmal verfehlen würde, dann würde es Oscar tatsächlich schaffen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob der Boss aus seinem Versteck rauskommt. Wenn das der Fall ist, dann wäre Oscar tot. Oh ne, zweiter Schritt. Schon wieder vergessen, perfekt. Ach, wird schon passen. Mein erstes Fire Emblem war, by the way, Fire Emblem Fates. Ja, es hat mir gefallen. Er hat mir gefallen. Ich habe alle drei Teile gespielt. Ja, manchmal ist das Stick schon ein bisschen empfindlich. Sollen wir die 80% Chance eingehen? Ich glaube, ich kann die Chance noch erhöhen, wenn ich Boyd daneben stelle. Oh, nee. Ja, ich will das Risiko jetzt eigentlich echt nicht eingehen. Ach, egal, mach ich's mit Ike. Ich will das Risiko nicht eingehen. Ich bin sicher, einige hätten es gern gesehen, aber... Nun ja. Wie sieht's denn hier aus? Ja, nee, wenn, dann kann er den letzten Hit machen. 82 ist dann schon sicherer als 80, aber... Wie gesagt, es kann alles passieren. Das sieht schon besser aus. Ike kann ihn auf 1 KP runterbringen, wenn er von ihm angegriffen wird in seiner Runde. Und dann kann Oscar den Rest machen. So lese ich es eigentlich nicht vor. Egal. So. Warte, was? Der hat gequittet? Ah, dann spare ich mir die nächste Runde. Perfekt. Oh ne, warte. Der wird sich selbst umbringen. Scheiße. Es sei denn... Ja, okay, ich hätte Ike in der nächsten Runde angegriffen, womit er sich selbst... Ich hoffe mal, Boyd schiebt sie nicht selbst auf das Feld damit. Oh ne, ja, okay. So, die Stoßfähigkeit auch mal genutzt, die ihr einen Verbündeten, wie ihr gerade gesehen habt, wegschubst, aber... Ja, so 82% Chance, ich glaube an dich, Oscar. Ansonsten werde ich das Ganze nochmal von vorne spielen. Yes! Ich bin noch zu höherem Beruf, ich kann hier nicht einfach sterben. Der erste. Ach du Scheiß, gibt es 4 Erfahrungen für Oscar. Die kann er haben. Naja, Geschwindigkeit ist bei ihm jetzt nicht so als.
Ja, Kern. Oh. So, muss ich noch kurz besetzen. Das muss ich, by the way, mit Ike machen. Wenn ich es mit Oscar mache, dann wird mir der Befehl nicht gegeben. Hier wird mir Besetzen angezeigt. Da seht ihr es. So, dann versuche ich jetzt noch schnell zum Speichern zu kommen. Wir haben es geschafft. Ike, geht es dir gut? Ja, ich bin in Ordnung. Du hast mich wirklich überrascht. Du bist weit gekommen. Aber wenn ich mir meinen Vater ansehe, ich habe noch einen sehr weiten Weg vor mir. Und es gibt keine Abkürzung. Schließlich ist Commander Gray... Was? Was ist mit meinem Vater? Oh, schon gut. Schon gut? Nun bin ich aber neugierig. Mach dir keinen Kopf, du wirst es noch früh genug erfahren. Eines Tages. Okay, ich weiß nicht, was sie meint. Hey, Ike, für deinen ersten Kampf war das gar nicht mehr schlecht. Natürlich warst du nicht so gut wie ich bei meinem ersten Einsatz. Ja, immer doch. Stimmt, du warst damals wirklich brillant. Besonders beeindruckt war ich davon, wie du es geschafft hast, deine eigene Axt zu zerbrechen. Mann, Oscar, musst du es immer wieder aufwärmen? Trotzdem, Ike, Glückwunsch zum Bestehen deiner ersten Mission. Willkommen im Team. Seid ihr in Ordnung? Dann lasst uns gehen. Ich bin sicher, ihr wartet schon mit einem wärmenden Mahl auf uns. Die tut kochen? Alter. Naja, ich würde sagen, es ist, es war's. Bis zum nächsten Part. Ciao.